Yo, liebe Freunde, mein Name ist Yves, ein herzliches Willkommen zum nächsten Nuzlocke-Part. Und ihr seht schon, ich habe mittlerweile einen neuen Stuhl im Hintergrund. Den werden wir heute Abend, wenn es klappt, sogar im Stream ein bisschen einweihen. Da werden wir mal auf die harte Probe stellen. Ich habe unter anderem heute oder beziehungsweise gestern ein bisschen trainiert. Ich habe Michi trainiert. Ich habe, ich kann mal ein bisschen zur Seite gehen. Ich habe Evo trainiert. Ich habe unser lieben Neo auch noch ein bisschen trainiert. Dann habe ich noch Max trainiert, Jenny und auch den Felix. Ich habe alles so ein bisschen auf 35 gemacht, also 36, 35. Habe unter anderem auch noch ein paar andere Mons trainiert nebenbei. Ich habe zum Beispiel Fleckmon noch trainiert. Fleckmon ist jetzt auch auf Level 37. Dann habe ich noch Anni ein bisschen weiter trainiert und auch noch ganz leicht Kurtel. Smeppo leider nicht, also Egosaft leider nicht so. Ich wollte noch ein paar andere trainieren, aber dann wurde mir das doch relativ viel von der Zeit. Und habe gesagt, gut, das lasse ich erstmal so. Deswegen besteht mein Team jetzt mittlerweile aus Michi, unser Losadin. Dann aus Evo, dann natürlich aus Neo HD, dann natürlich aus Max, ne? Ganz, ganz, ganz wichtig. Und aus dem, also aus der lieben Jenny. Ja, trainiert, würde ich sagen, läuft, ne? Und wir werden uns heute der Prüfung widmen. So ein bisschen habe ich davor die Randale oder beziehungsweise die Sachen gemacht. Wir haben ja im letzten Part eigentlich vieles erfahren. Da vorne steht schon, ich glaube, Lola. Ja, Lola. Und ich denke eigentlich ganz gut, dass wir mit, wie gesagt, mit Michi, Evo, Neo und so stehen wir eigentlich ganz gut da. Ich muss gleich nur noch ein paar Items verteilen, das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Das muss ich gleich neu machen. Aber gut, wir werden erstmal durchgehen. Von hier aus musst du einfach Route 14 folgen, dann kommst du wie von selbst zu meinem verlassenen Laden. Da ist die Prüfungsstätte. Okay, gut zu wissen. Und ja, wir werden jetzt erstmal hier, wie gesagt, heute die Prüfung erledigen. Ich hoffe, ich habe extra trainiert. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts irgendwie ausgelassen. Ich habe, aus Versehen habe ich da vorne, da hinten an dieser einen Wasserstelle, da habe ich aus Versehen einen Trainer umgeboxt, weil er kam. Hier bin ich extra nicht lang gegangen, aber man kann ja nie wissen, weil das Problem ist beim Level im Moment mit Sonne und Mond ist einfach verdammt langwierig. Boah, ich habe mich echt lange damit abgebeutet. Ich habe gedacht, nee, das dauert ewig und ja, naja. Aber zumindest habe ich jetzt Losadin trainiert, Freunde, unser Michi. Auf jeden Fall mega nice. Es fängt an zu regnen. Fischschwarm von Michi wirkt. Kriegen wir erstmal den tollen Boost ab. Oh, mega nice, Alter. Hab mich so gefreut, wie das alles geklappt hat, als ich das Ding gesehen habe. Mega gut. So, packen erstmal die Finte drauf. Oder hauen erstmal die Finte drauf. So. Und ja, ich werde vielleicht noch gucken, dass ich bis zum nächsten Part alles auf 40 hochziehe. Also dann mein ganzes Team, was ich da in der Box habe. Ich bin mir da aber auch noch nicht zu 100% ja, sicher. Muss eben gucken. Weiß zumindest, dass unser lieber Felix noch nicht Level 36 ist, aber ich will es gerne noch einmal ein bisschen mehr trainieren. Ja, Turkaban. Auf jeden Fall habe ich, wie gesagt, alles trainiert. Ich denke, ich bin da ganz gut aufgestellt. Hab, wie gesagt, auch gleich Lamos, also Kiro trainiert und auch ein bisschen Kurtel, weil ich die auch in den nächsten Parts auf jeden Fall mitnehmen möchte. Und deswegen habe ich die extra, oder absichtlich trainiert, weil ich wirklich gucken wollte, dass ich die mitkriege. Wir kriegen den Naschschweif ab. Das ist nicht schlimm, da jetzt die Nabelkanone triggert, Schnabelkanone triggert und... Boom! Macht guten Damage. Er kriegt den Burn. Und ich mach mal einen Ruheort. Fuck, das... Oh, lol. 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 Ich hatte gerade echt Panik, ey. Aber nur so leichte Panik. Also, oh, lol. Oh, ey. Freeze und Eissam, Alter. Ich hätte gerade echt gedacht, scheiße, das war's. Willst du mich verarschen? Das soll nicht sein, dein Ernst. Er zieht mich hier gerade richtig ab. Alter, nicht dein fucking Ernst, Mann. Das kann ich gar nicht ab. Gut. Geh nochmal auf den Ruheort. Erstmal hochheilen.
Erstmal hochheilen, wichtig. So. Stirbt es eh gleich. Ich gehe mal jetzt einfach auf Evo. Weil ich denke, wenn jetzt ein Naschschweif kommt, was halt Step plus Regen halt guten Damage macht, kann ich das tanken. Wenn Eis kommt, kann ich das tanken. Also von daher. Oh, Junge, predict that. It's not good. It's so good. Aber es reicht leider immer noch nicht aus, um es rauszunehmen. Und deswegen gehen wir auf Aurora-Schleier und nehmen es raus. Freunde, übrigens war ich beim Friseur. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich habe jetzt wieder richtig, richtig kurze Haare. Einige haben es mitbekommen. Ich habe es in den Streams angekündigt gehabt. Andere haben es nicht wirklich mitbekommen. Und Michi erreicht Level 37. Ist auf jeden Fall nice. So. Jetzt müssen wir gucken. Ich glaube, hier weiter runter war das, hat sie gesagt. Ich muss einfach der Route folgen. Das Geile ist, wir dürfen uns, wenn ich jetzt richtig liege, hier auch einen neuen Encounter fangen. Ich könnte jetzt halt angeln, aber das möchte ich ungern. Da werden wir. Meine Prüfung wartet am Ende der Treppe auf dich. Deswegen werden wir, wenn wir die Prüfung hinter uns haben, erstmal nachher in den Laden gehen. Das ist nämlich auch ein Encounter. Das ist auch ein Bereich, wo wir was fangen können. Und natürlich dann hier diese Route. Hier herrschen Geister-Pokémon. Oh mein Gott! Nein! Und dann werden wir gucken, dass wir hier nachher wirklich ein paar Encounter fangen. Ihr kennt die Story ja mittlerweile, also viele kennen die Story da, also die haben ja schon ganz, ganz viele mittlerweile durch. Und wir werden jetzt gleich in den Laden gehen müssen und mit dem Pokémon Fotografen, also mit ein paar Bilder schießen. Wir werden gleich auf Bilderjagd gehen. Ich wollte ein paar Items verteilen. Michi hat nämlich noch gar keins von mir bekommen. Benutzen geben. Am besten wäre so eine Zitrusbeere, aber die habe ich leider gar nicht im Sortiment. Aber wir machen es anders, dann machen wir es ganz anders. Dann machen wir, der Angriff ist 34, Initiative 46. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber ich will halt irgendwie ein gutes Item da drauf spielen. Am besten mit Zitrusbär, dann könnte ich halt immer, ja, mich gegenheilen. Aber dann machen wir halt was anderes drauf, was wir vielleicht gebrauchen könnten. Können Schutzband drauf machen. Ein Item zum Nahen. Nee, das bringt gar nichts. Sitter bringt uns auch nichts. Fernstab bringt uns nicht. Nein. 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 Bringt uns gar nichts. Wir haben gar nichts, was wir wirklich benutzen können. Ja gut. Müssen wir mit leben, Freunde. Dann auf geht's. Ab in die Gruselhöhle. Die Prüfung beginnt. Und wir werden jetzt mal gucken, was uns hier erwarten wird. Das Förderband bewegt sich wie von Geisterhand. Sie hat gesagt, wir sollen mit dem Pokémon-Sucher gucken, was hier sich befindet. Werden wir jetzt auch machen. Haben wir jetzt gemacht. Und wir werden uns jetzt einfach mal hier hochscrollen und dann zack! Einmal Nebulak gefunden. Ja. Und dann wollen wir mal gucken. Also viele von euch freuen sich ja wirklich auf diese sogenannte Prüfung. Weil viele sagen, das ist eins mit der schwierigsten Prüfung überhaupt. Muss ich ganz klar zustimmen für mich. Also ich finde auch, es ist eins der schwierigsten Prüfungen überhaupt. Der Vorteil ist aber, dass ich Michi habe. Und Michi ist mein MVP in diesem Team hier in dieser Prüfung. Mit Prügler kann ich nämlich 6-mal angreifen. 6-fucking-mal angreifen. Das ist mega gut. Und damit kann ich eigentlich alle Mons safe rausnehmen, die von Unlicht effektiv getroffen werden. Wie gesagt, Michi ist hier mein MVP. Ich hoffe, das wird auch saugut klappen mit Michi. Ich hoffe es wirklich. Also alles andere wäre echt traurig. Ein Pikachu! Ist mir hinterher. Ein Einkaufswagen bewegt sich wie von Geisterhand. Oh mein Gott. Gucken wir mal, was sich da befindet. Der Einkaufswagen bewegt sich wie von Geisterhand. Möchtest du den Pokémon-Sucher aktivieren? Ja, klar. Gucken, was uns hier erwartet. Easy. So. Ein Alpollo hat uns hier jetzt gerade erwartet. Alpollo! Ich finde das so geil, wenn er die Zunge raussteckt. Das ist so geil, ne? Das sieht so witzig aus. Wie gesagt, Michi, MVP des Teams. Und ich werde mit Michi einfach richtig gut zerstören können. Besonders, wenn ich den Boost kriege durch Fischschwarm.
es ist einfach mega nice. Prügler drauf. Und ja, damit kann ich einfach alles im Team safe zerstören. Guck mal, wie wenig Damage das macht. Macht gar nichts. Und jetzt kann ich 6-mal angreifen. Und das war ein Crit, Junge. Easy. Richtig fresh. So. 1000 EP, Alter. Mega fresh. So, und damit können wir vielleicht sogar mit Michi noch auf Level 38 kommen. Und wir rennen den Pikachu mal weiter hinterher. Einige wundern sich jetzt bestimmt, warum ist dieses Sterngeräusch... Das ist der Sound vom Pokémon-Ding hier. LOL! Obstteile zu verkaufen. Das ist der Scheiß. So. Alter, ohne Witz, ne? Wie man einfach hier was rausnehmen kann aus dem Laden, ne? Die Plüschpuppen bewegen sich wie von Geisterhand. LOL. Möchtest du den Pokémon? Ja klar, möchten wir den Pokémon aktivieren. Wieso bewegen sie sich wie von Geisterhand? Okay, wir wissen, Leute, hier sind überall Geister-Pokémon zu sehen. Hä? Hä? Ach da! Komm, dreh um. Easy! Gengar getroffen. Lol, ich dachte gerade, hä, wo hat sich das denn, wo ist das denn? Ich würde es richtig cool finden, wenn man die Bilder behalten könnte, das wäre mega witzig. Aber leider... Leider geht das nicht, Freunde. Leider geht das nicht und das ist mega, mega schade eigentlich. So, Lusadin wird wieder zum großen Fisch. Wir greifen an mit... Lol, Finte, fuck, ich wollte gar nicht mit Finte greifen. So, wie viel macht ein Spukball? Das will ich jetzt mal wissen. Alter, das tanken wir auch easy, Alter. Problem ist jetzt aber... Ah, Leute, doch, die Finte reicht so aus. Die Finte reicht so aus. Easy, fast Level up, Alter, fresh. So, ich muss jetzt mein Team heilen, weil das Pikachu dahin rennt und wir wissen... Obwohl du nichts getan hast, ist diese Tür nun nicht mehr abgesperrt. Okay, wir wissen, oder ihr wisst mittlerweile auch, dass hier die Prüfung stattfindet in diesem kleinen Raum. Da werden wir auch gleich reingehen, aber ich will erst meine Mons heilen. Nehme ich einen Hypertrank? Ja, ich nehme den Hypertrank. Nehme den Hypertrank, packe ich drauf. So, ich könnte halt noch einen Sonderbaum draufschmeißen, aber brauche ich nicht. Brauche ich sonst noch irgendwie was? Ich will da gerne ein Item drauf haben auf mich hier, aber ich weiß nicht was. KP verstehender Tank bringt mir alles nichts. Feuertank. Wisst ihr was, Freunde? Wir machen einfach, habe ich nicht den Wasserdingsstein hier? Ja, komm. Wir machen nämlich den Wasserstein drauf. So. Da habe ich eine safe Wasserattacke, die ich rausschmeißen kann. Und ich würde sagen, let's go. Prüfungstime, Freunde. Eine unheimliche Aura ist von irgendwoher zu spüren. Die Pokémon-Suche hat sie von alleine aktiviert, okay? Nice. Gut. Oh, Pikachu. Oh, noch ein Pikachu. Pikachu-Schwanz. Noch ein Pikachu. Noch ein Pikachu. Noch ein Pikachu. Noch ein Pikachu. Oh, noch ein Pikachu. Noch ein Pikachu. Warum sind hier so viele Pikachus? Es kann nur Mimikma sein. Ich hab da so Panik vor dem Vieh. Weil ich genau weiß, dass das Ding einfach abfacken kann. Das ist... Oh, er sieht so... Es ist zwar so süß, aber es ist so gefährlich süß. Oh, Mann. Mimikma Herrscher greift an. Als ob. So. Wir wissen, ich darf einmal pro Fight immer einen Trank benutzen. Ist die Challenge dieser Nasslocke. Das heißt, das dürfen wir. Ich mach den Prügler direkt drauf. Und wir kriegen den Knuddel ab. Wie viel macht das? Saft. Lol, das ist ein Safer. WTF? Warum kriege ich den Drop? Ich hasse es jetzt schon, dass ich den Drop gekriegt habe. Okay, Apollo.
Geh mal raus in Evo. Krieg jetzt wahrscheinlich wieder einen Knuddler ab, aber Evo hat einen mega KP Pool. Ich müsste das. Oh lol! LOL! Na! Ist das korrekt? Nein. Das ist nicht korrekt. Warum kriege ich die Hypnose? Wach bitte auf, wach. Ich habe eine Top-Genesung. Aber bringt mir nichts. Ich habe gerade gesehen, wie viel Damage. Nee, ich habe keine Top-Genesung, oder? Habe ich eine Top-Genesung? Nein. Können in Jenny gehen. Aber ich weiß nicht, ob Jenny das Physiste. Oder ich gehe halt. Der Problem ist, der Knutter macht einfach mega viel Damage. Er wird mein Neo rausnehmen. Ich hätte einfach Neo nicht mitnehmen dürfen. Ich gehe mal in Jenny. Weiß nicht. Aber wenn ich mit ein bisschen Glück habe, kann ich mit Jenny das Apollo zumindest umhauen. Ich weiß halt nicht, wie viel das jetzt macht. Vielleicht misst es auch wieder. Das wäre mega nice. Es mifft. Ja, das reicht aus. Das reicht ja auch safe aus. Definitiv. Geh im Felix und dann versuche ich mich... Also ich... Der Vorteil ist, ich weiß, dass das Ding Tiefschlag kann. Das heißt, ich könnte jetzt rein theoretisch... Wie oft haben wir Knuddler gesehen? Schon verdammt oft, ne? Ich könnte Knuddler ausstollen. Und dann könnte ich in Hariyama gehen. Problem ist jetzt, wenn ich nicht aufwachen würde... Kann ich keine Ruhe. Ich muss aber den Ruhe drücken und ich hoffe, dass es jetzt Tiefschlag macht. Apollo Tiefschlag. Bitte. Please. Bitte wach auf. Bitte. Okay. Okay. Ich mache nochmal. Please. Ja. Ja. Bitte wach doch auf. Please. Please, 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 please. Tank es. BTF macht das viel Damage. Ah, oh, Michi ist Level 38. Ich wechsle jetzt. Kann ich rauswechseln? Michi versucht Naschschweif zu erlernen. Das ist gut. Das ist mega gut. So, gegen Taucher habe ich das jetzt verlernt. Bitte lass mich auswechseln. Come on. Oh, ich muss schon wieder hart raus switchen. Problem ist, ich kann nicht in mich hier reingehen. Geh in Neo. Kriegt mir auch nichts. Doch, ich muss in Neo gehen. Neo wird jetzt wahrscheinlich easy den Knuddler abkriegen und gewonnen werden, aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ja.
Leck mich am Arsch, Mann. Was ist mit dem Vieh los, wieso das so viel Damage macht? Naschweif. Und dann drauf da. Bitte jetzt keinen Crit. Bitte kein Crit. Yes. Reich aus. Please. Obwohl, ich kann sonst auch noch mit Max finishen, aber dann muss ich wieder rauswechseln. Das würde sich nicht lohnen. Please. Please, 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 please. Ein bisschen eine Glaskanone, Mimikyu. Yes! Yes! Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Zwar haben wir, um ehrlich zu sein, jetzt Neo verloren. Und auch Felix. Aber ich habe es geschafft. Oh Mann. Das ist ganz schön hart, Freunde. Das ist ganz schön hart. Willkommen zurück, Eve. Dann will ich dir gleich mal deine Fotos ansehen. Zeig mal her. Super, das ist Mimigma, ein Schnappschuss von Mimigma. Er legt nur den wenigsten. Bravo, also dann. Ja, wir haben die Prüfung bestanden, Freunde. Zwei fucking Verluste in dieser Prüfung überstanden. Einfach dieses fucking Apollo mit Hypnose hat so abgefuckt. Ja, damit habe ich jetzt leider Felix verloren und auch Neo. Der Vorteil, den ich zumindest habe, ist, ich habe einen X-Bud. Das heißt, ich habe zwar meinen Flugtypen nicht verloren im Team, aber es ist schade, es ist Felix gewesen. Felix hat uns seit Anfang an begleitet und auf einmal ist es weg. Schade. Der nächste Nachteil ist natürlich, dass wir Neo verloren haben. Aber es ist nicht so schlimm, weil wir noch relativ viele Kampf-Pokémon auf der Box haben, die wir nehmen können. Also da können wir auch noch immer Kostose mitnehmen. Da werden jetzt einige feiern, dass wir Kostose mitnehmen. Aber es ist traurig, weil... Und schade. Was hast du mir jetzt gerade eiskalt den Rücken runtergelaufen? Obwohl es mit Keller gewonnen ist? Ach, was biete ich mir bloß mit ein? Lola. Also wie sie einfach so macht. Richtig fesch. Ja, Freunde, wenn euch die Prüfung sehr schon, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Like für den neuen Schulen da. Ich werde vielleicht auch noch mal ein Video raushauen, in dem ich ankündige, dass ich heute streamen werde. Ansonsten werden wir uns die Tage auf jeden Fall noch sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann vielleicht nachher im Stream, vielleicht auch nicht. Mal gucken, ich weiß nicht, ob das Video jetzt noch online rausgehauen habe oder nicht. Mal schauen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bin raus. Bis da sage ich ciao.